Ja, Tag auch. Willkommen auf radioenergy.tv. Vielen Dank. Traumhaft, dass ihr da seid. Euer neues Album Humanoid ist draußen. Schreibt ihr die Songs komplett selber oder hat euch jetzt irgendjemand geholfen mit dem Album? Also eigentlich haben wir das bei dem Album genauso gemacht wie bei den Alben davor auch schon. Also wir haben 4 Produzenten, mit denen wir eigentlich fest zusammenarbeiten. Und eigentlich sind wir so ein ganz großes Team, dann die echt zusammensitzen im Studio und dann zusammen die Ideen ausarbeiten und jeder was in den Topf wirft so, und das alles zusammen entsteht. Wir haben zum ersten Mal aber auch ein paar andere Produzenten dazu geholt und haben auch mit denen irgendwie mal ein bisschen rumexperimentiert, irgendwie um mal so einen frischen Wind einfach auch zu kriegen und auch mal so einen anderen Eindruck. Und das war auf jeden Fall ganz gut. Aber eigentlich generell sind wir halt so eine große Familie, die das alles zusammen macht. Ich helfe Georg allerdings beim Bass-Einspielen zwischendurch im Studio halt immer so ein bisschen. Eigentlich habe ich den größten Teil vom Bass habe ich eigentlich eingespielt auch fürs Album. Super. Lass uns laufen, aktuelle Single. Worum geht's? Kurz zusammengefasst? Ist es so ein bisschen eigentlich der persönlichste Song so vom Album. Es geht so ein bisschen eigentlich um das Leben, was wir führen. Ja, also im Englischen ist es ja World Behind My Wall, was irgendwie ganz gut beschreibt, so wie unser Leben eigentlich aussieht so und dass wir natürlich irgendwie größtenteils eigentlich hinter Mauern verbringen. Und darum geht es in dem Song. Also es ist ziemlich persönlich auf jeden Fall. Okay, ihr macht immer 2 Versionen von den Videos, in Deutsch und Englisch. Ja. Ist das immer stressig oder sagt ihr, ist eigentlich auch bockt auch mal eine andere Version zu machen? Also eigentlich, es raubt natürlich sehr viel Zeit, ja. Also ich glaube, wir sind da so ein bisschen selber dran schuld, weil wir uns einfach nicht entscheiden können, was unsere Lieblingsversion ist. Also wir selber wollen einfach immer Deutsch und Englisch machen und können echt schwer sagen, für was wir uns entscheiden. Und von daher dauert alles doppelt so lang. Also die Albumproduktion, ich muss jeden Song 2-mal singen, das Video und alles, was dazu gehört. Also ist schon viel Arbeit, aber grundsätzlich ist es schon auch ganz gut, weil es sind wirklich 2 ganz unterschiedliche Versionen. Ich glaube, an Lass uns laufen und World Behind My Wall sieht man das auch ganz gut. Die heißen ja auch komplett anders, also es ist wirklich auch keine 1:1 Übersetzung, sondern die weichen auch so ein bisschen natürlich ab. Habt ihr so Ticks, die euch auch an den anderen vielleicht nerven? Weiß nicht, musst du immer den linken Schuh zuerst anziehen oder er muss immer morgens, weiß ich nicht, ein rotes Handtuch haben? Gibt's also so Sachen, Georg die muss immer vor jedem Konzert kacken gehen, genau, aber das ist eine Sache, also die gehört auch. Die nervt uns nicht. Eigentlich bringt uns das Glück. Also, mich an. Genau, also eigentlich mittlerweile ist es so, dass wir Georg auch wirklich kacken schicken müssen, weil wir dann auch Glück haben auf der Bühne. Also es gehört echt so dazu, von daher... Das erste, wir checken dann immer, dass es ein vernünftiges Klo gibt, aber Georg geht auch gerne aufs Dixi und so und rutscht dann nochmal über den Brillenrand und genau. Er sollte mal so ein Buch machen wie Charlotte Roche. Ja, genau. Aber bloß für die männliche Fraktion. Einen europäischen Kloführer vielleicht machen. Ja, oder sowas. Das wäre eine Idee. Gibt es eine Schlagzeile, die ihr gerne mal lesen würdet? Ich meine, ihr habt schon viele Awards gewonnen, viele Sachen gemacht, aber gibt es irgendwie vielleicht eine Zusammenarbeit mit irgendjemand, wo ihr sagt, boah, das muss mal sein? Also ich würde gerne lesen, Tokyo Hotel 9-mal für die Grammys nominiert. Das würde ich auch gerne lesen. Oder ich würde auch ganz gerne lesen, neuer Song mit Steven Tyler. Ja, das wäre geil, ja. Weihnachten ist jetzt bald. Wo seid ihr denn an Weihnachten? Also wir sind zu Hause, alle, oder? Ja. Ja. Also große Frage, was gibt's zu essen? Ja, das ist das Schwierige, Tom und ich wünschen uns wirklich eine Tofu-Ente. Eine Tofu-Ente. Also ich weiß nicht, wie das schmeckt, weil es ist wirklich schwer, das auch zuzubereiten, aber Tom und ich sind ja echt Vegetarier und versuchen das auch durchzuziehen, obwohl wir aber Fleisch wirklich gerne gegessen haben. Und, bei euch gibt's gequirlte Tiere? Bei uns gibt's am 24. Wiener Würstchen und Kartoffelsalat, wie sich das gehört. Am ersten also Feiertag. Fleischabfall. Also Fleischabfall. Vielleicht. Genau. Sehr gut. Verbringt ihr Silvester zusammen oder was macht ihr da? Nee, bloß nicht. Kein Fall. Was, Silvester oder wir was? Wir hatten überlegt, vorhin, ob wir dich besuchen können. Ja. Wirklich. Da müssen wir aber gleich mal. Weil wir sind in der Nähe, ja. Aber wir haben überlegt. Kommen wir Georg mal besuchen. Komm, wir machen mal Hausparty bei dir. Ja, also, Entschuldigung, du hast die größte Wohnung von uns allen. Ja. Ja, Georg hat eine. Nee, aber wir sind also Silvester auch. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns irgendwie mal, aber bis jetzt haben wir noch keine Party zusammen geplant. Ja. Ja. So, das klärt ihr nachher am besten. Ja. Gab es Vorsätze 2009, die ihr euch vorgenommen habt und definitiv gebrochen habt? Achso, ich dachte... Nee, wann habe ich damit aufgehört, dass mir Sachen vorzunehmen? Mit 13. Weil ich finde, das klappt nicht. Also entweder, das ist ja wie mit dem Vegetarier sein so, man kann sich das auch mit einem Jahr vornehmen und das dann einfach aufhören oder auch andere Sachen. Aber es ist halt wirklich, ich finde, man kann das echt nicht am Jahr festmachen. Also
Also ich nehme mir Sachen wirklich von einem zum anderen Tag vor. Wenn ich mir jetzt schon langfristig was fürs nächste Jahr vornehme, dann klappt das sowieso immer nicht. Ich muss das ist wirklich eine Entscheidung, ganz spontan muss man dann sagen, ich höre jetzt auf zu trinken oder irgendwas. ja, also das wäre jetzt bei mir nicht. Das wäre jetzt bei mir nicht der Fall, das war jetzt so eine kleine für Gustav da drüben, aber. Ich glaube, die anderen wünschen sich das wahrscheinlich. Genau. Nein. Was wünscht ihr euch persönlich fürs nächste Jahr und auch euren Fans? Ich wünsche allen auf jeden Fall Gesundheit, so dass das Allerwichtigste ist. Natürlich auch Gelaber, was jeder macht, aber es ist nun mal so. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das auf jeden Fall. Wenn man drüber nachdenkt, ist es so. Also ich hoffe natürlich, dass irgendwie, ich wünsche mir irgendwie Gesundheit für meine Familie und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit im nächsten Jahr, so für andere Sachen. Und unseren Fans wünsche ich natürlich irgendwie viel Spaß bei unseren Konzerten, ja, wenn sie dann vorbeikommen. Ja. Und, das wird ein Highlight, können wir schon versprechen. Ja, und ansonsten natürlich allen Gesundheit und viel Erfolg in allen Sachen, die sich die Leute so vornehmen. Energy.